haben bewusst die Helga-Kreuz-Ritter dann auch also hier präsentiert. Wir sehen schon, dass viele Besucher vor ihren Skulpturen eigentlich auch also stehen und die faszinieren und fragen die dann nach, wer diese Skulpturen gemacht hat. Und wenn die hören, dass es gerade von einer Hand von einer Frau gemacht wurde, die sind noch fasziniert. Ich stelle, glaube ich, da auch schon etwas aus, was etwas Ungewöhnliches. Und das, denke ich, beruht auch darauf, dass ich mich immer nur auf mich selbst besonnen habe. Ich habe manchmal eine Thematik vorher im Auge, die ich darstellen will. Und dann gibt es Sachen, Bilder, wo ich sage, so, jetzt hast du einfach mal Lust zu malen, lege ich mir was hin, nehme mir meine Farben und leg los. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Materialien. Also ich denke mal, als Künstler muss man mal seine Kreativität auch dahin ausleben, dass man mal was Neues probiert. Istanbul bedeutet für mich eine Kulturstadt. Istanbul für mich bedeutet Größe. Istanbul für mich bedeutet, viele verschiedene Nationen und Kulturen hier zu treffen.